Herzlich willkommen zurück bei Antichamber und einen guten Morgen wünsche ich, denn ich bin so ziemlich gerade aufgewacht. Denn ich habe Urlaub und dachte mir, ich nutze die Zeit erstmal zum Zocken. Denn die nächste Woche bin ich im Urlaub, also tatsächlich weg. Und da dachte ich mir, hey, eine Woche hast du eh Zeit, machst du eh sonst nichts. Gehst du mal zocken. Wir haben noch eine Stunde und eine Minute. Ich glaube nicht, dass wir das in diesem Lauf schaffen werden. Weil das wirkt schon ziemlich abgefuckt, dieses Spiel. So, wir gehen nochmal hier hin. Many paths to nowhere. Da muss es ja irgendwo weitergehen. Weil wir sind zurückgelaufen. Und da kamen wir in diesen grünen Raum. Aber irgendwie... Choice is made, the outcome is the same. Wir kommen immer wieder hier an. Das ist ja komisch. Ja, okay. Hier waren wir ja schon. Das bringt uns dann auch nicht weiter. Dann Finding the Seams. So. Ach ja, das war das mit dem bunten hier, wo. Ah. Ja, super. Dann würde ich mal behaupten. Seltsam. Boah, das ist so creepy shit hier. Ein Stuhl. Was auch immer. Kleine Molekülchen. Ein etwas. Und ein Rad und... Boah, dieser Raum ist somit der creepyste. Doch, hier geht's auch rein. Ne, von hier kamen wir. Tja. Boah, Epileppi, aber happy. So. Hier waren wir doch auch schon 112.000 Mal. Irgendwie müssen wir doch weiterkommen. Okay. Aber das von The Sims interessiert mich. Ich wüsste nämlich gerne, wie das funktioniert. Also wir hören hier das am lautesten. Tja. Moment mal. Was haben wir denn hier? Ach, da müssen wir doch irgendwie weiterkommen. Okay. Wir laufen jetzt hier geradeaus. Rechts. Rechts. Links. Links. Huch. Wow, es ist tatsächlich ein Labyrinth. Es ist... If you never stop trying, you will get there eventually. Also... wenn du niemals aufgibst, wirst du irgendwann dort ankommen. Früher oder später. Ah, Gott, es tut mir leid. Links oder rechts? Links. Wollt ihr mich verarschen? Here in Elf's Nine. Some choices can leave us running around in circles. Manche Entscheidungen bringen uns dazu, im Kreis zu laufen. Kommen wir denn unten wieder an, wenn wir jetzt weiter rumrennen? Nein.
Ja, doof. Stecken wir jetzt fest? Stecken wir jetzt fest? Warum? Stuck in a watch. Okay. Stuck in a watch. Och, ja doch, da kamen wir her. Was, Moment. Ja doch, da kamen wir her. Okay. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt einfach im Kreis. Kreis, 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 Kreis. Es muss doch irgendwann was passieren. War persistence may be the only option other than giving up entirely. Ja, also einfach weiterzumachen und Ruhe, ja, wie heißt denn das auf Deutsch? Das ist ein schönes Wort. Dass man halt dranbleibt, ist die, also könnte die einzige Option sein, außer komplett aufzugeben. So. Jetzt hier ist jetzt schon wieder Elif. Hier waren wir doch. Warum? Hier waren wir doch erst. Toll. Jetzt kommen wir. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Na doch, wir haben jetzt hier einen tollen Pass zum Henker. Okay. Was ist das? Ach so, ich dachte, das wäre nur. Oh, ich dachte, das würde nur heißen, ich soll da hingucken, während ich rückwärts laufe. Toll. The solution to a problem may just require a more thorough look at it. Also, die Lösung eines Problems ist manchmal einfach nur, genauer hinzuschauen. Wie in diesem Fall das Auge anzusehen. Ist wieder so ein Ding. Muss man langsam laufen, weil sonst macht das alles kaputt. Boah, die Musik schon wieder, ne? Moving through a problem slower may help find the solution. Genau. Denn dieses Ding macht die Sachen kaputt, wenn man zu schnell ist, wie man sieht. Genau. Also, ein Problem langsamer anzugehen, kann manchmal helfen, die Lösung zu finden. Okay, was ist das? Ab. Kommen wir irgendwie rein? Nur hier durch? Nee. Also gar nicht rein, nicht rein. Wow. Das ist doch doof. Oh Mann. Hier komme ich auch nicht lang. Okay. Dann. What appears impossible may have a very simple answer. Was schwierig oder unmöglich erscheint, könnte eine sehr einfache Antwort haben. Warum sind wir jetzt schon wieder hier? Dieses Spiel ist doch wahnsinnig. Ah, hier ist. Ja, super. Hier fahren wir runter von hm und hier fahren wir runter von WTF. Toll. Großartig. Aber ich würde gerne. Ist das hier? Nee. Ich würde gerne. Wo war das denn? Genau.
There's no way in. Das sieht aus, als könnten wir diese Kanone gebrauchen. Das macht mir aber Angst, weil ich dachte, man möchte hier irgendwie nicht wirklich schießen oder so. So, was haben wir hier? Ja, dieser Pfeil, der uns sagt, wir gehen, sollen nach rechts gehen. Wenn ich nach rechts gehe, passiert nichts. Ist da oben irgendwas? Ne, nur hier unten bildet sich das Ding. Wenn ich hier durchgucke, passiert auch nichts. Richtig, ich will da rüber. Ach, scheiße, yo. Diese Dinger. Okay. Was kann das? Nicht viel. Das glaube ich nicht. Ah! Ah ja, man kann ein Blöckchen setzen. Das ist ganz großartig. Achso. Komm her, Blöckchen. Oh. Okay, cool. Oh nein, ich will dich da stehen lassen. Oh. Ah. Some doors will close unless we hold them open. Ja, klar. Manche Türen schließen sich, bis wir sie offen halten. Und man kann so ein Treppchen bauen. Alles klar. It's harder to progress if you're leaving things behind. Es ist schwieriger, Fortschritte zu machen, wenn man etwas zurücklässt. Bezogen auf dieses Steinchen, das ich jetzt direkt mal mitgenommen habe. Aber das muss ich doch behind liften, oder? Warte, wie soll das überhaupt gehen? Muss ich von innen da rein? Ach so, shit, ja. Mit uns in die Treppe, machen das zu. Und dann hier hoch. Ich versuche nicht nur auf das klitzen, sondern auf das davor auch noch. Zumindest. So. So. Aber das muss ich jetzt zurücklassen. So. Ah ja, schick. There are multiple ways to approach a situation. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Situation anzugehen. Dieses Gewitter im Hintergrund macht mich fertig gerade. Okay, da sind wir jetzt so ein Stückchen fertig, aber bringt mir ja quasi gar nichts. Da ist jetzt was offen. May not be right or wrong, it may just be different. Ein Weg muss nicht immer richtig oder falsch sein, er kann auch einfach nur anders sein. Hello? Don't look down. What?